Ja, zu der Krise in Myanmar kommen wir auch noch später in dieser Sendung. Zunächst aber beschäftigen wir uns mit dem Verhältnis von Donald Trump zu den Beziehungen von Donald Trump zu den Vereinten Nationen. Und das tue ich mit meinem Studiogast. James Bindenagel ist bei mir. Sie sind ehemaliger US-Botschafter in Deutschland und derzeit Professor an der Universität in Bonn für internationale Sicherheit. Herr Bindenagel, Donald Trump fordert eine Erschlankung, weniger Bürokratie, mehr Effizienz, also im Grunde große Reformen bei der UNO. Wie reformbedürftig ist die UNO denn aus Ihrer Sicht? Man muss ja dann auch sofort sagen, dass man ist dann immer besser, wenn man auch schlanker und transparenter auch zu sein. Das ist auch keine Streit auch mit uns. Natürlich auch seine Frage von Guterres auch, dass er dann auch in den Reformbedürfnissen auch sagt. Aber die Frage ist, wie weit und ob dann auch der Präsident von den Vereinigten Staaten zu der UNO auch steht. Das ist das Wichtigste. Jetzt sagt er ja, wenn es keine Reformen gibt, dann wird die USA auch weniger Geld, das Budget verkleinern, das sie der UNO gibt. Kann man in so einem Klima, das hat ja ein gewisses Erpressungspotenzial, kann man in so einem Klima überhaupt gut gemeinsam Weltpolitik betreiben? Ja, das ist interessant, weil wenn man auch zu Geld stehen und dann auch so gleichzeitig, ich bin auch dafür und dann auch kürzt das Geld, das ist auch eine verwirrende Frage oder Antwort, dass man auch, wo man auch wirklich steht. Aber der Präsident kann auch wenig von dem Geld tun ohne Kongress. Kongress hat dann auch das letzte Wort oder erste und letzte Wort. Er kann das natürlich auch in der Öffentlichkeit auch sagen, aber Durchsetzungskraft ist dann auch mit dem Kongress. Ich bin auch nicht so sicher, dass er auch so ein Druckmittel ist dann auch, was man in der Öffentlichkeit sagt. Also wie schätzen Sie die Entscheidung des Kongresses ein? Wird er dem zustimmen, dass man tatsächlich das Budget kürzt? Das ist natürlich eine Frage von welchen Projekten man hat. Wenn man auch Interventionen von Peacekeeping, das ist auch sehr wichtig, da würde man sagen, das ist eine sehr wichtige Aufgabe des UNO. Oder humanitäre Hilfe in Krisen und so. In diese Richtung werden sie dann auch sehr stark in den Kongress dafür. Wenn man nur von Bürokratie oder was nichts zu tun oder keine Ergebnisse, dann ist eine Auseinandersetzung. Ich bin der Meinung, was wir dann auch von dem Kongress gesehen haben, dass sie dann auch immer noch den UNO auch unterstützen werden. Die Frage ist ja auch ein wenig, womit haben wir es hier eigentlich zu tun? Geht es Donald Trump tatsächlich um Effizienzsteigerung oder verbirgt sich dahinter eigentlich ein weiterer Rückzug aus der Weltengemeinschaft? Also ein weiterer Rückzug aus der Rolle der Friedenspolizei, die die USA ja bislang immer eingenommen haben. Ja, natürlich muss man auch, Sie haben es richtig gesagt, mit wem spricht er, ja, wenn er dann auch so äußert, wenn er dann auch von seiner Basis spricht oder von Breitbart und seine sehr konservativen Leute, ist dann auch sehr stark gekommen, dass er dann auch zurückhaltend und nicht dafür, das ist auch seine Agenda in der Öffentlichkeit auszusagen, aber dann, man muss dann auch sehen, was er dann auch wirklich tut. Wenn er das auch wirklich unterstützt und auch sagt das und tut das, dann ist es anders. Aber für seine Basis wird er dann auch in der Öffentlichkeit auch sagen, dass er muss dann auch Reform haben, es muss man weniger Bürokratie und es muss man Resultate haben, auf seiner eigenen Basis auch basiert ist. Was wären denn Resultate zum Beispiel, die seine Basis zufriedenstellen würden? Ja, wenn die dann auch zufrieden waren, werden die Amerikaner auch ganz weg aus der UNO, weil sie dann auch glauben, dass die UNO keinen Zweck hat. Ja? Und, das ist die Wahrnehmung tatsächlich. Das ist ihre Wahrnehmung von diesem kleinen Teil in Amerika. Aber der große Teil der Wahrnehmung ist dann auch, die UNO ist dann ein Grundstein unserer internationalen Ordnung. Und das ist das Wichtigste. Okay, vielen Dank für diese Einordnung für den Moment.